Hi und willkommen zurück zu Fortnite auf der Switch. Ich bin heute wieder am Start mit meinem wunderschönen Scouter. Dulla Dragon Ball. Z, ja, wie Vegeta schon damals sagte in der wunderschönen SpongeBob-Stimme: Das ist eine riesige Kampfkraft! Jetzt brauche ich nur noch diese hohe SpongeBob-Stimme und dann ist alles super und dann würde man denken, ich wäre Vegeta von vor 15 Jahren. Okay, cooler Mini-Lag. Kann man sich gönnen. Direkt mal ein paar Schrotflinten gezogen zum Anfang. Ach, wir haben eigentlich direkt alles, um das hier zu gewinnen, aber wir sind mal trotzdem etwas. Wir haben eine neue Waffe am Start. Ja, die wird direkt mal gezeigt. Ja, Trommelgewehr. Ich weiß nicht, ob man die als Tommygun bezeichnet. Als ich letztens gestreamt habe, hieß es: Ja, Kai, guck doch mal nach einer Tommygun. Benutzt die mal. Und ich so: Hä, was für Tommygun? Was ist das nochmal? Ich war lange nicht mehr im Shooter-Game drin. So, bitte erkläre er es mir in halbwegs Deutsch. Aber ich habe leider keine Antwort bekommen. Oder ich habe die Antwort übersehen. So, wir sind noch im Kreis. Ich hoffe, wir kriegen auch jetzt erstmal schön lecker. Nicht Holz, sondern eher. Ja. Tränke. Chilltränke. Ich hoffe, die Leute checken nicht, dass das hier unten noch irgendwie weitergeht, weil sonst kommen gleich noch Spastis, die uns hier natürlich nerven wollen. Nicht, dass jetzt noch gleich jemand kommt. Jetzt gerade, wo ich das sage. Trommelgewehr übrigens eine Waffe mit einer sehr, sehr hohen Schussrate, das heißt eine sehr hohe Feuerrate und auch irgendwie mit einer hohen Range, habe ich auch gehört. Also eigentlich perfekt, um von der Ferne drauf zu schießen. Man muss es sich nur gönnen. Da geht's raus, da will ich nicht hin. Ich will eher weiter noch nach Tränken suchen oder so. War ich hier schon mal drin? War ich das? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, ich war hier schon mal. Doch, 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 doch. Es war ja gerade eben das Erdgeschoss. Ich dachte, es wäre schon irgendwie die erste Etage gewesen oder so. Nein? Oh, fuck. Ich wollte den Teddybär nicht killen. Das tut mir jetzt gerade sehr leid. Ich wollte ihn eigentlich. Ja, und jetzt hat das jemand gehört und wird mich jetzt gleich direkt killen. Moin. Das ist die Rache des Teddybärs. Das war's. Okay, wo ist der? Ich weiß jetzt nicht, ob der zu mir kommt, ob der irgendwas von mir will oder. Kommt der von oben? Das ist der hier oben, ne? Aber sowas von. So, den bauen wir erstmal zu, den Arsch. Geht hier gerade aber richtig Luzi ab, ne? Hier ist safe irgendwer. Ich sag euch das. Hier ist hier keiner? Ich höre doch ständig irgend so ein spastisches Rumgespringe. Oder wie Ben Lexer sagen würde: Rumgeklimpere! Jetzt kann man mich als Camp bezeichnen. Das stimmt doch vielleicht. Aber ganz ehrlich, ist mir scheißegal. Bin ich halt eben den Campen da. Wenn die anderen das machen, dann darf ich das auch. So, jetzt ist die Frage: War das der von oben? Oder ist hier vielleicht noch irgendwie ein zweiter? Ich habe irgendwie im Kopf gehabt, im Gefühl gehabt, dass es hier zwei Lelex gewesen wären. Warte, guckt ihr euch mal an. Okay. Also irgendwie war es doch nicht der Typ von gerade. Oder. Ich hatte irgendwie im Gefühl gehabt, dass hier der Typ gewesen wäre, den wir gerade eben gehört haben. Der war ja auf dem Dach, wie man hier unschwer erkennen kann. Hier ist direkt noch ein zweiter, ich hab's doch gesagt. Ja, wie machen wir denn jetzt platt, ne? Ja, das ist jetzt die Frage des Tages. Ich meine, ich habe nicht mal mehr Schildtränke, ich habe gar nichts. So, wer würde es hier so kleine Mini-Schildtränke gegeben haben, hätte ich sie ganz gerne in den richtigen Tempos gepackt. Also in die richtige Zeitform, ja. Ich glaube, der ist unten, ne?
Jetzt macht er mich wahrscheinlich so platt, wie ich den anderen gerade platt gemacht habe. Durch Campen. Verballert er gerade unten seine ganzen... Ist der echt nicht hier? Also er läuft doch safe hier durchs Haus. Oder bin ich gerade echt dumm oder so? Weil ich höre ja ständig, dass das hier vom Haus kommt. Ich höre doch das ganze Rumgeklimpe und das ganze Treppensteigen, also. Würde ich... Also ich... Ach du Scheiße! Scheiße, der kommt jetzt. Will er mich verarschen? Macht das gerade ernst? Gut, er lässt mir gerade die Zeit, hier nachzuladen, deswegen mache ich das auch. Das waren 24 Schaden? Meinst du das gerade ernst? Nein, wo gehst du denn hin? Was macht der da? Warum ist der im Menü drin? Willst du mich verarschen, Alter? Digga, ich hab dem 2080er gedrückt. Willst du mich verarschen, Mann? Wurden die irgendwie genervt, die Scheißteile? Ich habe das Gefühl, dass sie genervt worden sind, weil ganz ehrlich, das kann doch nicht sein, dass ich dem 280er gebe, dann noch ein 14er Hit. Ein 14er. Mit einer Pumpgun. Was ist das, Alter? Oh, wir haben Zoe freigeschaltet. Moin. Die wird direkt mal ausgewählt, die geile Sau. Haben es aber auch redlich verdient, muss ich sagen. Durch den Kill oder durch, ja gut, durch diesen Death gerade eben. Aber ich muss schon irgendwo sagen, Jungs, Mädels, die Runde gerade eben lief schon relativ gut für uns. Ja, wir haben keine Tränke bekommen. So, wir haben nur einen Trank gehabt. Läuft, Alter. Richtiger Gönjamin. Na, toll. Ja, was mache ich jetzt am besten, ne? Wow. Eine Jetzt wird gerade nur Pistolen gegönnt, ne? Ja. Es gibt natürlich keine andere Waffe als eine Pistole hier. Läuft. Damit kann man auf jeden Fall den anderen... Ja gut, auf Nahkampf auch mal eine Sturmgewehr. Das kann man auch auf jeden Fall mal machen. Kann man halt nichts machen, wenn du halt gegen einen spielen musst, der eine Pumpgun hat.